So, erstmal hallo. Die allererste Frage ist natürlich, wie fange ich überhaupt an, Videos auf YouTube einzustellen, zu produzieren oder was habe ich überhaupt vor? Wen will ich erreichen? Was will ich machen? Ich habe vor 3 Jahren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, können auch 4 Jahre sein, meine jetzige Freundin kennengelernt. Und seitdem hat sich in meinem Leben sehr viel verändert. Sie war zu dem Zeit Veganerin, jetzt ist sie nur noch Vegetarierin, was nicht heißen soll, dass sie wirklich ein schlechter Mensch ist oder sowas. Nein, es ist einfach so, dass sich seitdem für mich sehr viel verändert hat. Ich achte mehr auf mich selbst, ich achte mehr auf meine Umwelt. Ich arbeite selbst, wie ihr sehen könnt, das ist mein Arbeitsplatz, schön weit draußen. Und ich bin sehr viel in der Natur unterwegs und kriege Veränderungen hautnah und ziemlich direkt mit. Angefangen von Insektensterben, ich mache das jetzt seit 10 Jahren hier, bis über zu Wetterveränderungen und diesen ganzen Hickhack, nenne ich es jetzt einfach mal. Ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht für den einen oder anderen. Aber das Wichtige für uns alle ist einfach, dass unsere Umwelt funktioniert und dass wir eigentlich mit der Umwelt funktionieren sollten. Hinsichtlich dessen haben wir vor 3 Monaten angefangen, so wenig wie möglich am Müll zu produzieren, was wirklich, wirklich schwer ist. Man wird quasi dazu genötigt, Müll zu produzieren. Viele Sachen sind halt im Laden, selbst Biogurken sind immer eingeschweißt, warum auch immer. Versteht man natürlich nicht, weil allein der Weichmacher durch das Einschweißen im Plastik ja auch wieder durch die Wärme auf die Gurke übergeht. Also ist dieses totale Nonsens. So, aber worum es mir jetzt eigentlich geht, ich möchte in der nächsten Zeit und das vielleicht auch wirklich, 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 weil es mir am Herzen liegt, so beibehalten. Ich möchte Produkte testen, die eben halt, wo ich selbst von überzeugt bin, beziehungsweise überzeugt werden möchte. Deswegen, weil ich so schwer überzeugt bin von einem Produkt, fange ich eigentlich erst mit diesem Kram hier an. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Mal wieder. Das werdet ihr aber vielleicht noch merken in der Zukunft. Ja, mein Anliegen ist einfach, Umwelt, Naturschutz und unsere Welt so beizubehalten, wie sie ist. Hoffen wir mal, das kommt dann alles so weit an und wir werden das Thema nicht zu verbissen annehmen.